Alter, was geht ab, Leute? T-Bubbled hier. Und wir haben heute wieder den Anton. Und er spielt immer noch Clifford. Genau, also ich habe mich für dieses Deck heute fürs im Regional entschieden, weil ich wollte etwas spielen, was Skill benötigt, und habe ich mich für Clifford entschieden. Also hier habe ich zum einen, also die wichtigste Karte in dem Deck, Clifford Scout. Die ist jetzt auf 1, aber ja, ist nicht so schlimm. Also später erkläre ich, warum das nicht ganz so schlimm ist. Dann spiele ich Clifford Monolith, das andere normale Monster, einmal, und eigentlich reicht das. Kommt der Tod. Dann eine der wichtigsten Karten im Deck, der Clifford Kopfkrüppler. Der hat Scale 9 und kann eigentlich sonst weiter gar nicht. Dann weitere Scale 9er, eben ganz Standard. Einmal Helix, Backrow schießen, Scale schießen. Dreimal Clifford Musche. Geht durch die Dev, ist sehr gut. Mit Blutmann hören und begrenzten Fernab kann man viel Scheiße anbauen. Und hier ist Scale 9. Dann habe ich hier dreimal Clifford Träger. Ja, ziemlich gut, nicht schlecht, sollte man dreimal spielen. Dreimal Clifford Disc. Jetzt gibt es keinen Scout mehr, ich muss irgendwie Karten ins Extra Deck bekommen. Da ist Disc sehr stark. Und er Scale 1. Dann dreimal Clifford Stealth. Finde ich nicht mehr ganz so gut wie früher, weil einfach viele Decks viel zu viel swarmen, aber er ist auf jeden Fall besser als Kopfbüßer, deswegen spiele ich ihn dreimal. Dann Begrenzer-Entferner, ist eine sehr gute Karte zu finishen. Mit der Muschel kann man eigentlich Muschel und die ist eigentlich mal zu finden. Dreimal Wavering Eyes. Scout suchen. Und gegnerische Pedos werden. Einmal Summoners Art. Finde ich reicht jetzt einmal, weil man ja nur noch einen Scout hat und man hatte die Wavering Eyes. Ist eigentlich meistens besser. Zweimal Klimawandel, um Scout und andere Clifford-Monster zu recyceln, damit ein Scaler halt bleibt. Und man kann sie suchen. Nicht schlecht. Born des Himmels dreimal. Hält Pendelbeschwörungen auf, ist gut gegen Cosmo, die Effekte von Träger und Helix zu solven, also auf jeden Fall sehr gut. Zweimal Time Space, gegen Tanya und gegen Cosmo. Ist relativ gut. Eine der wichtigsten Karten, warum ich Clifford spiele, ist Blutmantor, weil sie das einzige Pendeldeck, das diese Karte außer Normal Pendel wirklich gut spielen kann, deswegen spiele ich sie dreimal. Dann die Karte, die für das Deck am allermeisten Skill erfordert, ist Relentless Emptiness. Voll gegen Necros gespielt, First Turn, er hat verloren. War ein schönes Duell. Kräfteraum, sehr gute Karte, kann manchmal schon Game sein, zum Beispiel gegen Satella. Manchmal. Dann TT. TT ist gut, deswegen spiele ich ihn. Dann ernste Warnung. Gut gegen Pendel, gut gegen Beschwörungen. Gegen was anderes als Beschwörungen ist es leider nicht gut. Dann bodenlose Fallgrube, ganz normal. Dann Raigeki und Sacrifice. So hast du das bei den Zauberkarten nicht gezeigt. Ah ja, das habe ich vergessen. Das sollten die One-Offs sein, aber da habe ich dann etwas geändert. Ich bin etwas verplant. Ich merke dann, schon. Dann kommt mein Sideboard. Okay. Also, meine wichtigste Karte im Sideboard, einmal Summoners Art. Warum? Was? Warum? Weil man spielt ja nicht immer gegen Pendel, und wenn man nicht gegen Pendel spielt, ist Summoners Art besser als mit der Augen. Deswegen kommt dann im Sideboard. Ja. Das haben viele Leute gefragt. Wahrscheinlich ist es nicht wirklich gut. Aber doch, macht Sinn. Okay. Iron Ball, dreimal. Gegen Infernoid und... gegen Infernoid und... Cosmo. Cosmo, zwei. Bin heute noch nicht dagegen gespielt. Und gegen Necros. Habe ich nicht gegen Necros gewonnen. Großes Horn des Himmels. Pendel Hate. Seelenzug. Ist nicht schlecht, deswegen gut. Dann dreimal MST, um Zauberfallen zu zerstören. Monarch Stormforce zweimal. War lustig, als ich das gegen Monarchen gebordet habe. War frech, als ich sein Marschall gebordet habe. Okay. Und dann zweimal Vanity Steel.
Der geht eigentlich immer ganz gut in jedes Deck. Er verbietet als Spezialanforderungen, also dem Gegner Yu-Gi-Oh! Zu spielen. Dann kommt jetzt nee, braucht man nicht. Okay. Also ich habe auch noch extra Deck, das ist aber sinnlos. Genau. Dein Fazit zu Clifford, hast du noch Hoffnung für das Deck oder ist es eher... Also ich denke, also wenn ich heute die EM-Quali hole, werde ich damit zur EM fahren. Okay. Ich denke, dass das Deck zum Beispiel auch gegen dieses Ariadne-Spam im Februar was kann, weil es kann diesen Zug machen, ihn normal beschwören und ihn dann einfach angreifen. Wow. Und dann 4 Backrow. Deswegen denke ich, hat dieses Deck noch Potenzial. Und dann denke ich auch, dass man kann jetzt zum Beispiel auch als, es ist gar nicht so dämlich, wie es sich anhört, als Sky-Base Turbo spielen, um Leute zu überraschen. Weil wenn man kein Out gegen Sky-Base hat, ist sie eigentlich gar nicht so schlecht. Was kann Sky-Base? Sky-Base ist ein extrem schlechter Tower, der ultra-rare ist. Geht, glaube ich, weniger als Tower in Rare. Und sagt, dass man, hat er den gleichen Effekt wie Tower, nur Stufe 9. Und man darf einmal pro Spielzug bis zur Endphase ein gegnerisches Monster übernehmen. Alles klar. Dann wünsche ich dir für die letzte Runde noch viel Glück. Ja, ich hoffe, ich hole mir die EM-Quali und... Dann sehen wir uns auf der EM wieder. Ja. Hey Jungs, servus. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Wenn ja, schaut euch die anderen Videos an. Ansonsten liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere Sponsoren ab, unsere Beschreibung. Checkt unsere Facebook-Seite ab. Und nicht vergessen, leidet nicht.